So, Hallöchen. Jetzt habt ihr beides. Ton und Bild, hoffe ich. Ja, habt ihr. Sehr schön. Hallo Kili. So, ihr müsst mir gleich nur einmal sagen, ob der Ton vom Spiel okay ist, weil wir ja gestern doch dazwischen was anderes gespielt haben und ich wieder ein bisschen umgestellt habe. Aber müsste eigentlich so gehen, so was ich hier so sehe. Ja, der Gerbi steckt leider im Stau. Und ja, deshalb dachte ich mir, ach, weißt du was? Wir haben da ja noch was vor uns. Eine ganz schöne Sache. Mal gucken, wie wir da heute durchkommen. Und Kili hatte mir ja aufgetragen, ich soll mir das merken. Ich hab's mir gemerkt. habe ich nicht. Hä, wieso stehen wir jetzt wieder hier? Hat der beschissene Sack jetzt da auch nicht gespeichert? Da gibt's doch nicht. Du kommst dem Ort sehr nahe, an dem ich starb. Jetzt müssen wir das auch noch mal machen. Auch so ein Mist. Hi. Kind. Das haben wir auch schon gesehen. So, aber ich habe es mir gemerkt, dass ich weiß, wir müssen den Schlüssel holen. Es tut mir so leid, was mit dir passiert ist. Ein Kind zu verlieren ist unerträglich. Ja, finde ich auch. Ich will eigentlich das Amulett haben, aber es geht nicht. Schade. Daher, ne? Hallo Kalle. Na? Auch da? So, und mir ist aufgefallen, als ich das angefangen habe, schon zu rendern, Warum verfolgt mich dieses Ding immer noch? dass ich gesagt habe, das wäre die Mutter von Annika. Ist sie gar nicht, ne? Dieses komische Glubschi-Augending ist die andere Autofahrerin, die wir da mitgenommen haben. Die hatten wir ja kennengelernt. Die Mutter von Annika weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hier ist sehr dunkel. So, aber ich möchte wieder zu diesem komischen, was ist das da, Schrottplatz oder so. So, und da habe ich mir gemerkt, wir haben den Schlüssel. Und ich habe mir gemerkt, dass wir ein Loch gefunden haben im Zaun. So, da hat es eigentlich gespeichert, aber irgendwie wohl nicht. Gehen Sie vom Tor weg! Ja, du mich Ich brauche auch. dringend Hilfe. Ich werde verfolgt. Verschwinde! Ich werde schießen! Ja, mach doch. Netter Kerl. Danke für nichts. So, betrete das Gelände, das wissen wir ja schon. Übrigens. Hoffentlich komme ich irgendwie von hinten rein. Ja, wir kommen von hinten rein. Wie ist eigentlich die andere Autofahrerin? Unser Blitze-Blinky-Teil hier reingekommen? Wissen wir gar nicht, ne? So, weg damit. Generator an. Haben wir oft genug gemacht. Auch wie nett, erinnert mich an meine Nachbarn, was? Wer jetzt? Jetzt bin ich zu schnell. Hallo? So, jetzt. So. Fix nochmal AFK. Ja, pff, mach ruhig, Kili. So.
hier war der Schlüssel, habe ich mir gemerkt. So, und hier hinten irgendwo war das Loch. Hat doch noch weiter vor, ne? Okay. Hatten wir noch irgendwas, was wir gefunden haben? Ich glaube nicht. Ui. Also sie haben wir gefunden, glaube ich. Oder sie hatte uns gefunden. Das ist jetzt so relativ. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr, die ganzen Schriften da einzusammeln. Ich hoffe, dass das irgendwie... Ja, gespeichert wird es wahrscheinlich nicht sein. Geh doch mal weg. Ist das deine Nachbarin, Kalle? Achso, der auf uns geschossen hat. Der war dein Nachbar. Ach so. Ach so. Das Ding ist noch immer hier. Naja. So, und ich meine, hier drüben irgendwo war der Zaun offen. Könnte dahin durchgehen, wenn sie den Weg nicht blockieren würden. Okay, das hatten wir rausgefunden. Der Scheinwerfer des Traktors ist wohl kaputt. Womöglich finde ich hier irgendwo Ersatz. Aha, und deshalb brauchten wir auch, oder hatten wir den Hinweis gekriegt, dass wir die Scheinwerfer brauchen. Okay. Nun. Ich bleib total cool. Entspannt. Freue mich über die wirklich geschickt und durchdachten Speicherpunkte. Ich habe total Spaß, den ganzen Scheiß immer und immer wieder zu machen. So, da brauchen wir nicht rein. Aber wir könnten ja hier vorne... schon mal gucken, ob wir so eine Latüchte finden oder kann man die erst finden, wenn wenn man weiß, dass man sie finden muss. Irgendwann kenne ich das Level auswendig, ja. Kenne ich jetzt schon. Da steht zum Beispiel so ein Trecker drin. Da könnten wir mal gucken, ob wir da schon irgendwas mitnehmen können, wenn sie nicht da gerade rumläuft. Ja, geh mal wieder weg, bitte. Okay, sie ist da hinten drin. So. Hier sind wunderschöne Scheinwerfer. Wieso nehmen wir die hier nicht mit? Das wird doch Sinn machen. Das wird doch voll Sinn machen.
Die sind bestimmt in dem Haus, wo ich nicht reinkomme und wie ich nicht und wo ich nicht weiß, wie ich wie ich da reinkomme. Batterie und Verkabelung müsste ich mit ausbauen. Und da bist du mal ein gutes Wochenende beschäftigt. Glaub nicht, dass der mit der Flinte das zulässt. Ich glaube, der mit der Flinte ist schon tot, du. Ich glaube, da kriegen wir keine Probleme mehr. Ich könnte dahin durchgehen, wenn sie den Weg nicht blockieren würden. Der Scheinwerfer des Traktors ist wohl kaputt. Womöglich finde ich hier irgendwo Ersatz. Die Frage ist, ich möchte gerne in das Gebäude. Da hatte ich auch noch mal einen Zettel gesehen. Wie kommen wir da rein? So, wieder da. Hallo, Kili, WB. Die nächste Frage, die ich hätte, wofür ist eigentlich der Schlüssel? Und noch eine Frage, die ich hätte. Wo ist der nächste Speicherpunkt? So, komm, wir lesen mal freundlicherweise. Jetzt wissen wir ja schon, dass wir Ersatz brauchen. Da müssen wir, glaube ich, von vorne rein, ne? Da das hier mal angesagt wurde, ne, mit der Treckerleuchte, könnte es ja gut sein, dass ich die hier irgendwo finde. Da war doch so ein Bug oder sowas. Das könnte mein Weg auf die andere Seite sein. Das wissen wir schon, das habe ich schon gesehen. Okay, das ist keine Leuchte. Da, ich sehe was. Traktorlampe. Geil. Jetzt nur nicht sterben. Das wäre schön. Trotzdem möchte ich gern noch in das Gebäude. Problem ist, ich weiß gerade nicht, wo sie ist. Geht sogar die Stimme weg. Ah, da ist sie. Schön. Hängt natürlich genau vor unserem Trecker rum. Macht ja auch Sinn. Verpiss dich da. Weg! Psch. Pfui! Nachtragend, diese Frau. Nachtragend.
Ich lebe auf gefährlichem Fuß, finde ich. Bin drin. Speicherpunkt? Hey, du! Hilf mir bitte! Nein, ich will weg. Komm hier runter. Hier ist jede Menge Licht. Ich bin Jeff. Ich bin hier der Verantwortliche. Solange das Monster dort ist, werde ich nicht runterkommen. Ja, dann bleib, wo du bist. Ich muss den Lichtmast drehen und ihn auf den Weg ausrichten. Ich komm nicht runter. Fass den Lichtmast nicht an. Dann komm. Was willst du tun, Spacko? Hier ist es sicher. Nichts! Tu das nicht! Du kannst mich nicht der Dunkelheit überlassen! Er verweigerte sich jeder Hilfe. Er schoss um sich, um die Leute zu verschrecken. Schoss auf dich. Er versuchte, dich zu töten. Nun bettelt er dich an, nicht den Lichtmast zu bewegen. Du könntest versuchen, eine Alternative zu finden. Ah, der Charakter eines Mannes ist sein Schicksal. Mhm. Ist hier gespeichert? Das ist meine einzige Frage. Er wollte mich erschießen. Ich bin sicher, er hat schon andere erschossen. Entschuldigung. Tschüsskes. Mörder. Upsala. Tschüss. Verdampfen. Ja. Haben wir quasi. Hatte ich jetzt so gar nicht vor. Ich wollte einfach nur mal dran fassen. Aber naja, gut. Passiert. Stirb. Statist Nummer 6. Hier ist der Ort, an dem ich jede Nacht sterbe. Du musst meine Mutter stoppen und das beenden. Jetzt kann ich dir nicht mehr helfen. Du musst meine Mutter stoppen? Viel Glück, Edward. Hier ja, tschüss, hat also alles begonnen. Was hat ihre Mutter nur getan, dass sich diese Ereignisse wiederholen? Ich tippe auf Voodoo-Zauber, keine Ahnung. Ihre Mutter ist doch die Olle, ne? Die uns da ab und zu jagt. Aber das ist, ich glaube, Carol hieß die, ne? Die andere. Voll ins Gesicht gekriegt. Es hat gespeichert. Heilige Franz Augustin. Die Hölle ist leer und alle Teufel sind hier. William Shakespeare. Nice, Kapitel fertig. Ja, das ging schnell jetzt, ne? Gut, wir sind da auch sehr oft vors Mal durch. Gibt wieder schlecht Wetter, die Vögel fliegen tief. Hallo? Ah, da steht schon Robocop. Sie holte den Van, um den Leuten dabei zu helfen, den Supermarkt zu verlassen. Das erzählte sie ihnen zumindest. Aber sie nahm den Van und fuhr davon. Ließ sie alle zurück. Und nun sind sie alle tot. So etwas wie einen Unfall gibt es nicht. Es ist falsch verstandenes Schicksal. Sehr oft, ja. Ja. Entscheide, ob du der Frau hilfst. Wie, mehr Infos kriege ich nicht? Ich kenne die doch gar nicht. Sonst muss ich doch immer irgendwas rausfinden. Junge. Der Rauch wird sie umbringen. Sie wird nur überleben, wenn ich die Tür öffne. Die hat halt alle Leute sterben lassen. Also verdampfen wir sie, oder was? Ah, nee, können wir nicht. Wir lassen... Sie soll verdampfen! Wie bösartig der Chat ist. Verdammt, alle umbringen.
Ja, dann viel Spaß. Rauchen ist ungesund. Liebe Grüße zu Hause. Sie hat den anderen nicht geholfen. Warum sollte ich ihr also helfen? Tod, Tod. Was bösartig. Wir? Ja, ich hab von euch noch nie gehört. Ach komm, der arme Mensch. Lass den mal, verschon den mal. Hab schon nie gehört. Ich komme in die Szene rein und schon steht da, verdampfen, los, irgendjemand umbringen. Das Schlimme ist, Gabi muss das Spiel ja auch noch spielen. Ich kenne ihn gut genug, dass der auch alle verdampfen wird. Dann sehen wir die andere Seite nie. Sind halt auch alles A-Löcher. Da bin ich nicht mehr nett. Ah, ja, stimmt schon. Wenn ich ein Spiel spiele, spiele ich immer erst böse und dann nochmal NG plus gut. Ah, ja. Okay. Ja, böse kann man hier in dem Fall ja gar nicht sagen, ne? Mhm, bis gleich, Kili. Böse kann man gar nicht sagen, weil die Leute haben ja eigentlich was Böses gemacht. Und wir haben zu entscheiden, ob sie dafür bestraft werden. Und ja, wir bestrafen alle für ihre bösen Taten. Ich weiß nicht, ob wir dann im Umkehrschluss selber böse sind. Warum wir das machen, weiß ich immer noch nicht, aber nun gut. So, Vater Simon will, dass wir drin bleiben, aber ich halte es nicht mehr aus. Wir haben nichts Falsches getan. Warum passiert uns das bloß? Es steht doch geschrieben in Exodus 22, 18, eine Zauberin sollst du nicht leben lassen. Ich habe Sean in den Wäldern gesehen. Er hat mich gerufen. Ich werde ihm folgen. Kili sagte gerade erst mal kurz die Kohle umdrehen. Oder Kohle drehen. Und Galle meinte gerade, so lange drehen, bis sie dann glüht. Aber ineffizient, ja. Man muss halt schnell drehen. Sollte ich das tun? Sollte ich hier rennen? Ich renn mal, oder? Ich renn mal. Yep. Funktionuckelt. Oh. Pixelbäume. Pixelbäume. Ja. Sag mal, wie kommen wir denn hier rein? Sankt Diego mischte sich unter die Ärmsten der Armen. Demut, Stärke und Einfachheit waren die Maxime seines Lebens. Das einzige Material, das er je besaß, war eine materielle. Entschuldigung, ich musste zweimal lesen, war eine Flöte. Die Legende sagt, dass er zum letzten Mal gesehen wurde, als er spielend auf seiner Flöte den Wald betrat. Die Natur und die Musik waren seine Leidenschaften. Du, ich glaube, ob du rennst oder nicht, ist egal. Wenn du eine Todeszone, wenn da eine Todeszone ist, bist du tot. Ja, das kann sein. Sankt, wird das so im Deutschen geschrieben? Sankt. Ich weiß gar nicht. Hier wird vieles nicht so im Deutschen geschrieben. Die wichtigere Frage ist aber, wie kommen wir rein? Hier kommen wir gar nicht drüber. Ja, jetzt sind wir erfolgreich einmal drumherum gelaufen und jetzt gehen wir auch rein. So, hier ist alles missing, missing, missing. Ich glaube, die haben wir schon gesehen, oder? Gut, Dach.
Ich würde gern die Beichte ablegen. Diejenigen, die nicht in die Kirche, die nicht an unseren Herrgott, den Erlöser, glauben, sie verachten Jesus. Sie wissen alle, wen ich meine. Die Fremden, die in unsere gottesfürchtige Stadt kamen. Wie mir zu Ohren kam, ergötzen sie sich an den dunklen Künsten. Sie waren hier ebenfalls nicht willkommen. Mhm. Dabei sollte doch die Kirche für alle offen sein. Warte, nicht, dass wir hier irgendeinen Zettel... Irgendwas Wichtiges? Letzte Gebet oder so? Nö. So, wen haben wir hier? Sankt. Ach, ihr meint, das ist ein Schreibfehler. Der sank in irgendwas ein. Ja, das könnte sein. Naja, hier schon wieder. Also, der Sankt Diego lebte ein ungewöhnliches Leben. Er war bekannt als ein Bauer, aber er war auch Jäger. Später wurde er ein Maurer und baute die Kirche von Osknor. Anschließend meisterte er die Fleischerei. Tausendsassa, wa? Mehrere Studienabschlüsse. Lebenslanger Student und so. Bebe Kili. Sankt Diego wurde zum allerersten Mal in Osknor gesehen, an einem warmen Sommertag. Das zweite Mal wurde er von drei Bauern gesehen, die im Herbst nach Hause liefen. Beim dritten Mal wurde er an einem wunderschönen Frühlingstag von einem Fischer am Fluss gesehen, das letzte Mal im Winter neben den Bergen. Er wanderte barfuß im Schnee. Exakt 100 Jahre vergingen zwischen den ersten Sichtungen und der letzten. Oh, da hat er hinterher von seinen Diplomen auch nicht mehr viel gehabt, hä? Das ist ein beeindruckender Ort. Ja, ich find's beeindruckend, wieso hier die ganzen Kerzen brennen und wer die angemacht hat, wenn hier doch alle tot sind. Der Weg, wir... Welche Glocken? Ist das eine Metapher? Warte doch mal, ich hab noch gar nicht gelesen. Der Weg wird sich zeigen, wenn die... Der Weg wird sich zeigen, wenn die Glocke dreimal läutet. Klingt nach Unsinn. Oh. Kann man das auch sehen. Nur die Frommen, die die Wahrheit über Sankt Diegos Leben kennen dürfen vortreten. Was hat das mit den Glocken? Ich habe keine Ahnung, was das mit irgendwelchen Glocken zu tun hat.